Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanna quält sich. Ja, und heute, ihr seht selber, ist Spider-Man 3 für den Gameboy dran. Und zwar hatte ich jetzt letztens erst Spider-Man 2 für den Gameboy gehabt. Und da meinte der gute Kollege Videogems, an dieser Stelle viele Grüße an dich. Und natürlich habe ich auch seinen Kanal verlinkt. Absolut empfehlenswerter Typ, auf jeden Fall mit einer Hammer-Stimme. Für was hat er gesagt? Okay, du Panda, der dritte Teil, der ist noch schlechter als der zweite. Und da ich aber mit dem ersten so ein bisschen, der ist zwar okay vom Spielen her, aber ich habe so als Kind so ein bisschen eine schlechtere Verbindung damit gehabt. Und der zweite Teil war einfach jetzt nur verwirrend. Zwar kreativ vielleicht, aber verwirrend auf jeden Fall. Und jetzt bin ich wieder gespannt, wie der dritte Teil abschneidet. Und auf dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank, lieber Videogems, für den Wunsch oder für die Erwähnung, dass der doch so viel schlechter ist. Ja, falls ihr auch mal Wünsche oder ähnliches habt, einfach in die Kommentare rein. Ich schaue mir alles an, 8-Bit- oder 16-Bit-Systeme von Sega oder Nintendo. Die Konsolen sollten schon sein. Und ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, es ist jetzt wie so Attack of the Spider-Eaters oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Blablabla. Ich würde sagen, gucken wir einfach mal. Central Park, Stop 20 Muggers. Also 20, okay. Er springt. Er tritt. So, komm her. Zack. Okay. Mit einem Tritt weg. Also Grafik her finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nur das Sprite finde ich etwas so klein und krümelig. Wenn man hier so sieht, so vorm Baum, ne? Da übersieht man dann schnell, was ist jetzt Spider-Man und so weiter. Zack. Ich nehme an, es ist einfach alles jetzt Gegner. Okay. Es ist wieder fummelig, das Netzschießen ist wie immer fummelig. Reichweite ist quasi nicht vorhanden, aber das meine ich halt mit der krümeligen Grafik, ne? Wie gesagt, wenn man hier so vom Baum steht. Ich spiele es jetzt mit dem Emulator, da sieht man es vielleicht nochmal eher. Oh, Skateboardfahrer. Ich habe ihn doch getroffen! Was ist denn das für eine Hit-Detection? Guckt euch das mal an! Ich stehe in den drin. Und trefft den nicht? Guckt, habt ihr das gesehen? Guck, ey, ich treff den doch. Ach so, weil, ich verstehe, weil das jetzt kein Dieb ist, weil sieht ja genauso aus und die greifen dann quasi die Brusttasche rein und holt jetzt keine Pistole raus, sondern einen Stadtplan oder irgendwie sowas. Das kann ich ihn wahrscheinlich nicht treten. Wobei es laufen natürlich auch, ne? Sieht irgendwie herrlich aus. Okay, Doppelsprung. Okay, er kann sich an Wänden so hoch nöffen. Zack. Aber gut, dann treffe ich halt die anderen einfach nicht, ne? Ich würde mal sagen, wenn ich sie umboxen kann, sind es wahrscheinlich die Diebe, oder? Muss ich hier echt die ganze Zeit rumrennen, bis ich hier 20 von den Team weggeholzt habe? Sonst geht's nicht weiter. Aber die Hit Detection, die ist echt bescheuert. Na, was holt er raus? Das Springen ist halt so kacke, weil er drückt auf den Knopf und dann springt er. Hier, ich zeig's euch mal. Seht ihr das? Fühlt sich halt ein bisschen verzögert an und dadurch ist es etwas suboptimal. Okay, gut. Ich muss wahrscheinlich theoretisch immer abwarten, ob sie wirklich eine Pistole haben. Zack. Aber es fühlt sich alles sehr fummelig an, muss ich sagen. Also das Spielgefühl ist... Na, komm. Bist du einer oder bist du keiner? Der greift sich jetzt nur mal so in die Tasche? Ich muss jetzt wirklich hier die ganze Zeit hin und her rennen, warten bis Gegner spawnen, um zu gucken, ob die eine Pistole haben oder nicht. Wie bescheuert ist das denn? Wer hat sich das denn ausgedacht? Wer dachte, das wäre spannend? Und, hat er eine Pistole? Oh, und dieser Skateboardfahrer. Jung auf Skateboards, der größte Feind vom Spider-Man. Kennt man aus den Comics. Eindeutig. Ja, wenn man die sieht, muss man ja drüber springen. Zack.
Und das Problem ist aber, man sieht die halt relativ spät und weil das halt so eine Verzögerung hat, erwischt man die halt nicht so unbedingt immer. Hier kann man ja, bis die gezogen haben und geschossen haben, kann man ja reagieren. Ne? Gut, die Musik, die ist natürlich Geschmackssache. Also ich mochte die Grafik vom ersten Teil wesentlich lieber. Und diese Hit-Detection, die Hitboxen, die sind einfach zum Kotzen. Zack. Ich habe ja nur mal eine Anzeige, wie viel ich jetzt gestoppt habe oder nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Bin ich zu doof zu. Zack. Aber es geht ja noch auf Zeit. Nee. Nee. Also es ist wirklich noch schlechter. Zack. Kann ich jetzt weiter? Es ist einfach nur nervig, wisst ihr? Es ist einfach nur nervig. Bist du einer? Nein. Oh, ist ein scheiß Skateboardfahrer, aber man scheint immerhin sehr viel auszuhalten als Spider-Man. Was soll das? Ganz ehrlich. Zack. Müsst ihr euch schon längst 20 von denen umgehauen haben, oder nicht? Select, Start. Das ist nur pausiert. TR, Power, Hit. Keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Na komm. Dieses Springen, das ist so verzögert, es ist so nervig. Und das Spider-Man soll es doch Spaß machen, durch die Gegend zu springen, oder nicht? Oh. Und diese Musik geht mir echt auf den Keks mittlerweile. Und diese Spinnen, die runterfallen. Ich dachte, Spinnen sind meine Freunde. Immerhin habe ich ein Leben verloren und irgendwie die Punkte behalten. Man kann über dieses scheiß Skateboard gar nicht richtig... Und wieso treffe ich den nicht? Guckt euch das... Ja, der Teil ist noch schlechter. Du hast recht. Du hast eindeutig recht. Der Teil ist wirklich schlimmer. Wieso komme ich hier denn nicht weiter? Kapiere ich nicht. Kapiere ich echt nicht. Vielleicht bin ich zu doof. Vielleicht würde mir das Handbuch hier irgendwie weiterhelfen. Wie immer. Aber ich kapiere es nicht. Echt nicht. Ja. Mann! Mann! Oh! Meine Fresse. Ist das denn so schwer? Anscheinend. Offensichtlich. Aber... Keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich versuche es doch kurz und dann breche ich, glaube, ab, weil ich kann, glaube, hier nichts Sinnvolles mehr dazu beitragen. Weil 20 von diesen Viechern, Räubern, müsst ihr doch eigentlich schon locker erledigt haben, oder nicht? Und diese Skateboardfahrer. Was sind denn Skateboardfahrer, die Fiesdinge? Nee. Wo, habt ihr das gerade gesehen? Warum hat der nicht getroffen? Warum muss ich denn den Rand der Person treffen? Das ist doch bescheuert. Oh, vielleicht doch den Skateboardfahrer? Nee. Die haben zwar auch einen Knüppel, aber na gut, die müssen sich ja irgendwie wehren, ne? Komm her, komm her, komm her, komm her! Hey! Zack, mein Skateboard.
Hi, kann ich auf das Skateboard fahren. Immerhin. Immerhin haben sie das eingebaut. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh. Lass mich das Kind vom Skateboard drehen. Oh, nee. Komm. Es hat keinen Sinn. Es hat wirklich keinen Sinn. Also, der Titel ist wirklich noch schlechter als der zweite. Und wirklich macht einen Bogen darum. Spider-Man hin oder her macht einen Bogen um dieses Spiel. Das AGN-Siegel bewahrheitet sich hier leider wieder. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!